Sexuelle Liebe auf göttliche Weise, Teil 3. Aus Kapitel 3. Eine Lektion in der Liebe. Ich habe davon gesprochen, wie weit Männer und Frauen heute von der göttlichen und goldenen Liebe entfernt sind, die ihr Geburtsrecht ist. Jetzt sind wir an dem Punkt, dieses Recht einzufordern. Ich werde dich durch mehrere Schritte führen, ein Programm mit Lektionen in der Praxis der Liebe, wenn du so willst. Und ich bitte dich, die Schritte genau zu befolgen und sie in deinem eigenen Rhythmus während der nächsten Monate und Jahre umzusetzen. Das ist ein Prozess. Jeder Schritt ist ein Mittel, nicht das Ziel. Die Anweisungen dieses Buches führen dich immer näher an die Realität der Liebe heran. Du kannst jedoch nichts forcieren oder durch deinen Willen beeinflussen. Die Liebe muss in dir arbeiten können und dies wird sie auch tun. Am Anfang und auch noch eine ganze Weile musst du vieles verlernen und viele Gewohnheiten ablegen. Zunächst einmal gibt es 4 Voraussetzungen: Verpflichtung, Emotionslosigkeit, Übung und Beharrlichkeit. Beide Partner müssen sich verpflichten. Um euch auf diese neue Art lieben zu lernen, müsst ihr euch beide verpflichten, die nötigen Schritte zu tun. Ihr solltet beide dieses Buch lesen, am besten gemeinsam und laut, zumindest am Anfang. Glaubt nicht, dass es genügt, es ein- oder zweimal zu lesen. Ihr müsst beide willens sein, den Anweisungen zu folgen. Passt sie sinnvoll eurer eigenen Situation an, wenn ihr es für nötig haltet. Gebt nicht auf, egal wie schwer die Dinge werden oder wie oft ihr zu versagen scheint. Seid euch eines höheren Zweckes bewusst. Ihr seid beide am Projekt der Wiedergewinnung der göttlichen Liebe auf diesem Planeten beteiligt, was auch immer dies für euch persönlich jetzt bedeuten mag. Wenn du dies liest, aber im Moment keinen Partner hast, wird es dich auf die Zeit vorbereiten, wenn du einen hast. Für dich ist dies eine Übung, die Fehler zu sehen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Liebt euch ohne Emotionen oder Fantasien. Ihr werdet üben, euch ohne Emotionen oder Fantasien zu lieben. Der Sinn dessen ist der, dass ihr lernt, alles den beiden Körpern zu überlassen und euer gewohnheitsmäßig kontrollierendes Selbst auszuschalten. Ihr werdet es vielleicht nicht beim ersten Versuch begreifen, vielleicht aber doch. Zu Anfang wird euch der Liebesakt seltsam erscheinen, sogar kalt. Liebt euch häufig. Liebt euch so oft ihr könnt, denn nur durch das Lieben oder in der Bemühung darum könnt ihr Liebe schaffen. Je weniger ihr Liebe praktiziert, desto mehr lebt ihr euch auseinander. Erlaubt keine großen Abstände. Ich wiederhole, liebt euch, keine Ausreden, bringt die Körper zusammen und seht. Bitte seid beharrlich. Früher oder später wird es einen Rückschlag geben, wenn Emotionen oder das Selbst ins Spiel kommen. Aber lasst euch nicht entmutigen. Bleibt dran, liebt weiter. Wenn die Emotion in einem oder euch beiden zu groß ist, um Aufrichtigkeit oder Liebe zu ermöglichen, dann hört auf und versucht es am nächsten Tag wieder. Die Verbindung wird wiederkommen. Oder sie wird plötzlich kommen und dann wieder nachlassen, wenn ihr durch eine weitere Welle von Emotionen geht, die euch trennt. Einige dieser emotionalen Phasen können mehrere Tage dauern. Dabei kann es sogar passieren, dass ihr euch nicht mögt. Das Lieben mag euch dann unmöglich erscheinen, aber versucht es, wenn ihr könnt. Ihr könnt euch nicht von aller Vergangenheit auf einmal freimachen, auch nicht in ein paar Wochen. In der Tat müsst ihr für den Rest eures Lebens daran arbeiten. All diese Zeit
werdet ihr mehr Liebe praktizieren und dadurch liebender und bewusster werden. Als nächstes werde ich einige Dinge darüber sagen, wie ihr in Aufrichtigkeit und Liebe zusammen sein könnt. Seid nicht unabhängig. Während der Vorbereitung zum Lieben und beim Liebesakt selbst lasst keine Gedanken zu oder trefft keine Entscheidungen, die von eurem Partner unabhängig sind. Alles muss gemeinsam getan und gemeinsam diskutiert und beobachtet werden, während ihr es tut. Kein langes Schweigen. Sprecht unablässig miteinander, teilt euch in Worten mit, welche körperlichen Empfindungen ihr habt. Wenn du Vergnügen empfindest, dann sage es. Sage, das ist schön, wenn es so ist. Sage, was du tatsächlich fühlst, nicht was du denkst. Du solltest nicht denken, du solltest sein. Das heißt, du solltest nicht das, was du denkst, anschauen, sondern die Empfindungen in deinem Körper. Indem du mit Worten kommunizierst, bleibst du bewusst und präsent gegenüber dem anderen. Kein Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern. Verstreut euch nicht sexuell, bewahrt die Energie dieser Praxis. Sie ist kostbar. Partner, die bereit sind, sich zu binden, sind nicht leicht zu finden. Bleibe bei dem einen, wenn du ihn oder sie einmal gefunden hast. Partner, die sich nicht binden, werden dich schwächen und dein Vertrauen erschüttern. Wenn du keinen Partner hast, rate ich dir zu warten. Gehe nicht mit jemandem nur um emotionaler Genugtuung oder sexueller Befriedigung willen. Warte, bis jemand kommt, der genug Liebe hat, mit dir den Weg so zu gehen, wie ich ihn aufzeige. Wenn du jemanden triffst und ihr gerne zusammen seid, sei von Anfang an aufrichtig. Sage ihm oder ihr die Wahrheit, dass du bestrebt bist zu lieben und durch Liebe und Aufrichtigkeit, aufrichtige Liebe, bewusster werden willst. Übernimm die Verantwortung, sprich darüber, was das bedeutet. Und wenn du ernsthaft und ehrlich in Bezug auf das Lieben bist, wirst du irgendwann jemanden anziehen, der den Start in dieses große Abenteuer mit dir teilt. Wenn die Partnerschaft nach einer Weile endet, ist nichts wirklich verloren. Ihr habt beide an Liebe und Bewusstheit gewonnen und könnt das nächste Mal sehr viel liebender und aufrichtiger sein. Sei verletzlich in der Liebe. Das ist äußerst wichtig, vor allem für die Frau. Schneide dich nicht ab, weil du früher einmal verletzt wurdest. Sei mutig für die Liebe. Wende dich nach außen. Die Liebe wird dir helfen. Lass die Angst dich nicht verhärten. Die Verletzungen kamen durch Emotionen und zu wenig Liebe in dir. Das ist Vergangenheit. Lass sie gehen. Jetzt, da du beginnst zu verstehen, was Lieben bedeutet, hast du die einfache Antwort auf die Verletzungen und den einfachsten Schutz dagegen, nämlich sich nur dann zu lieben, wenn genug Liebe da ist, um miteinander aufrichtig und präsent zu sein. Verliebe dich nicht, sei in der Liebe. Verliebt sein bedeutet, die Augen zu schließen, dein wunderbares Bewusstsein abzuschalten und ins Traumland abzudriften, während du wach bist. Das kann nur im Unheil enden, weil du dann in deiner Fantasie bist. Du siehst nicht, was passiert. Aber sei in der Liebe. Sei immer in der Liebe, wenn du liebst. Denn in der Liebe zu sein und die Liebe frisch und neu zu erhalten, benötigt ungeheure Aufmerksamkeit und ungeheure Präsenz. Sei in dieser Weise in der Liebe und eure Liebe wird nicht enden. Denn die Liebe hat kein Ende. Verliebst du dich, so wird deine Liebe enden. Für euch beide ist der bewusste Zweck des Liebens, die Emotionalität in euch abzubauen. Und der nächste Schritt ist, den Moment abzupassen, wenn die Emotion auftaucht und zu sehen, weshalb du es zugelassen hast.
Ich werde fünf Bereiche von Emotionalität aufzählen, die deine Fähigkeit zu lieben schwächen können. Diese sind Zweifel, Unlust, Übererregbarkeit, Abwehr und Streit. Einigt euch darüber, wann und wo ihr euch lieben werdet. Ihr solltet beide gemeinsam vorher entscheiden, wann ihr vorhabt, euch zu lieben. Gebt euch genügend Zeit, keine Eile, keine vermeidbaren Ablenkungen. Es ist absolut erforderlich, dass die Frau bei ihrer Entscheidung bleibt, Liebe zu praktizieren. Wenn es wegen der Arbeit oder der Kinder eine Verzögerung gibt, muss sie dem Mann klarmachen, dass sie, wenn die Zeit kommt, weder Kopfschmerzen noch keine Lust hat, noch zu müde sein wird. Sie muss die Verantwortung für sich übernehmen, genauso wie er. Ihre erklärte Haltung muss sein: Ich werde mit dir Liebe praktizieren. Es gibt keinen Grund, ungeduldig oder zweifelnd zu sein. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Sonst wird er, wenn die Zeit näher kommt, ängstlich, erregt und ungeduldig werden. Er kann das nicht verhindern, wenn es irgendeine Gelegenheit zum Liebesakt gibt. Seine unbewusste Angst ist, dass sie sich anders entscheidet, dass es aus irgendeinem Grund nicht dazu kommt. Aufregung kommt daher, dass man ein Ziel anstrebt, in diesem Fall einen Orgasmus, und der Mann muss noch lernen, dass Lieben kein Ziel ist, kein Orgasmus, dass wenn er lieben kann ohne Ziel, seine Frau ständig und zu jeder Zeit bereit dazu ist. Wer ist nicht zur Liebe bereit? Nur die, die die Liebe nicht kennen. Also muss die Frau bewusst die steigende Erregung des Mannes dämpfen, indem sie immer wieder ihre Bereitschaft bekräftigt. Die unterschwellige Unerreichbarkeit der Frau erregt den Mann und macht ihn zum hoffnungslosen Liebhaber, denn dann begehrt er sie, statt sie zu lieben. Und Begehren erschöpft sich bald oder ermüdet, wie jede Frau weiß, die je einen Mann erregt hat. Andererseits, wenn eure körperliche Beziehung leblos und ausgelaugt ist, wird das Problem nicht die Erregung sein, sondern wie ihr jeden Moment, in dem ihr euch begegnet, neu, frisch und präsent sein könnt. Liebe zu praktizieren, wie ich es beschreibe, wird euch beiden einen neuen Zugang, ein neues, energiegeladenes Interesse daran geben, herauszufinden, ob es funktioniert. Das wird helfen, das alte Gewohnheit selbst herauszuhalten und die Gegenwart hereinzulassen. Aber ich fühle mich nicht danach, nichts mehr davon. Mach dir keine Sorgen darüber, ob du dich danach fühlst, körperlich zu lieben. Das ist eine emotionale Ablenkung. Die Körper lieben es, sich zu lieben. Der Teil in dir, der Lust hat oder auch nicht, ist das Problem. Der emotionale Kontrolleur, das Selbst, das sich in den Weg stellt. Überlasse es den Körpern und sie werden sich lieben. Halte dich so weit wie möglich heraus. Halte die sexuelle Temperatur niedrig. Aufgrund des angeborenen Mangels an sexueller Erregbarkeit der Frau wird sie wahrscheinlich stärker oder geradliniger sein als der Mann und wird wahrscheinlich besser den Geist dessen verstehen, was ich versuche zu vermitteln. Sie muss den Mann aufrichtig halten, indem sie darauf achtet, dass er nicht in seine Fantasien abgleitet. Denn ohne dass er es merkt, wird sein Verstand erotische und sexuelle Bilder oder Gedanken produzieren, die nichts mit der Frau zu tun haben, mit der er gerade zusammen ist. Sie muss ständig daran arbeiten, seine sexuelle Temperatur niedrig zu halten. Vielleicht sagt er: Das ist ja wie ein Arztbesuch. Mache einen Witz, wenn du möchtest, und lächle. Sich auf diese Weise zu lieben, mag durchaus so steril erscheinen wie ein Arztbesuch, soll es auch sein, bis du deine alten Gewohnheiten durchbrichst. Widerstehe der Emotion.
Die Frau kann ganz plötzlich aus dem Gleichgewicht kommen, vor allem dann, wenn ihre Menstruation naht, wo sie oft dem Mann und sich selbst gegenüber voller Abwehr und Misstrauen ist. Dieses Misstrauen ist global und spiegelt ihre uralte Ausbeutung durch den Mann mittels der Kinder wider, die sie beschützen muss. Zudem ist ihre weibliche Wahrnehmung zu dieser Zeit geschärft und steht im Konflikt mit der männlichen Emotionalität in ihr, die versucht, sich nach außen in die Männerwelt zu projizieren. Sie kann verwirrt und ihre Rolle unsicher werden, sodass auch er sie in der Aufrichtigkeit halten muss. Er muss wachsam sein und aufpassen, dass sie präsent bleibt. Klagt euch nicht gegenseitig an. Ihr dürft euch nicht gegenseitig den Vorwurf machen, emotional zu sein, denn dies erzeugt nur immer mehr Emotionen. Wenn einer von euch vermutet, dass der Partner emotional oder nicht aufrichtig ist, muss er eine Frage stellen, wie zum Beispiel: Was fühlst du jetzt gerade? Oder ist das jetzt wahr? Beziehe dich immer auf das Jetzt, nicht auf gestern. Wenn jeder von euch ehrlich antwortet und du präsent bleibst, wie du es dir vorgenommen hast, wirst du sehen, dass du emotional bist, wenn du es bist. Dann, wenn du es zugibst, ohne zu diskutieren oder dich zu rechtfertigen, wird sich die Emotion auflösen und die Liebe wird bleiben. Sprecht weiter, aber bleibt immer bei der Sache, nämlich was ihr beide jetzt tut und fühlt. Vertraut einander. Hört einander zu, fangt nicht an zu träumen, haltet euch gegenseitig präsent. Sei nicht verstimmt, wenn dein Partner sagt, du bist nicht präsent. Widerstehe dem Drang, etwas zu erwidern. Es gibt nichts zu verteidigen, wenn du aufrichtig und ehrlich bist. Entdeckt gemeinsam, hört einander. Ihr werdet bald herausfinden, wie es funktioniert.